Das Vereinsquiz wird Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital, Ihren Apotheken vor Ort, immer für Sie da. Vom Autohaus Liliensick de Polderswalde. Passend zur dunklen Jahreszeit, die jetzt ins Haus steht, besuchen Sie uns im Autohaus zu unserem kostenlosen Licht- und Sichttest, wo Ihre Funktionalität der Lichtanlage kontrolliert wird. Und vom Heinz Freizeitzentrum. Alle Freunde der heißen Luft finden in unserer Saunalandschaft ein vielfältiges Angebot. Nutzen Sie einen Besuch, um die Seele baumeln zu lassen, um Kraft und Wohlbefinden zu tanken. Ja, so schnell kann es gehen. Und schon sind wir hier im Stadion am Burgwartsberg beim FV Blau-Weiß-Stahl Freital zu Gast. Fußballverein selbstverständlich, das sagt ja schon der Name, FV. Ja. Ja. Und mit mir spielen heute beim FVM-Vereinsquiz Lutz Niebel an meiner Seite, dann Uwe Rahle und Felix Kraft, die beiden Herren da drüben, die jetzt schon mal die 10 Fragen aus der Fragenkiste ziehen. Und in der Zeit, Herr Niebel, ganz kurz, der FV Blau-Weiß-Stahl Freital. Wie sieht es denn aus? Ich habe im Internet gelesen, ich habe es mir aufgeschrieben, Abstiegskampf beginnt. Was ist denn da los? Ja, Fußball ist eben ja, sehr wechselhaft. Hartes und Geschäft. Nachdem wir jetzt über 10 Jahre recht stabil in der Bezirksliga gespielt haben und davor viele, viele Jahrzehnte in der Bezirksliga zu Hause waren, ist es dieses Jahr wieder mal so weit, dass wir zumindest mit diesem Begriff Abstiegskampf einfach fertig werden müssen. Und ich hoffe und denke auch, dass wir die Situation meistern werden, obwohl es im Moment eine Situation ist, die wir eben seit 10 Jahren nicht kannten. Also da geht es um die erste Männermannschaft? Es geht um die erste Männermannschaft, die in der Bezirksliga Dresden spielt. Ja. Und das wohl im, ich glaube, 50. Jahr oder sind es noch mehr, Uwe? Ja, 52 Jahre. Ja. Ah, das wird schon wieder alles gut. Vielleicht ganz kurz zum Verein. Wie viele sind Mitglieder? Wer mitmachen will, kann sich wenden. Wohin? Ja, also wir sind 261 Mitglieder gegenwärtig in 12 Mannschaften, in allen Altersgruppen. Angefangen von 4-, 5- und 6-Jährigen, die sogenannten Babinis, die noch keinen Wettkampf spielen. Und dann geht es über die F und die ganzen Nachwuchsmannschaften bis hoch zur ersten, zweiten Männer. Alte Herren, auch eine Seniorenmannschaft haben wir im Wettkampf und noch eine Freizeit- und Erholungsmannschaft, wo man sich sozusagen in seiner Freizeit mehr oder weniger, aber dennoch im Wettkampfbetrieb hier bewegt. Also die breite Palette, die ein Fußballverein versuchen sollte zu bieten. Sehr schön. Und die breite Palette, die wird jetzt noch breiter, denn jetzt macht der FV Blau-Weiß-Stahl Freital auch noch beim Vereinsquiz mit. Es geht um 300 Euro und wir werden jetzt mal die Probe machen, wie ihr euch schlagen werdet. Die 10 Fragen sind gezogen und wir halten uns jetzt nicht länger bei der Vorrede auf. Spielregeln sind klar. 30 Sekunden für jede Frage, wenn ich das Kuvert geöffnet habe. Und jetzt bitte Uhr drehen. Und die Frage ist noch nicht gesprochen. Das ist ganz fragbar. Und los geht's. Die Promillegrenzen in Europa sind nicht gleich geregelt. Es geht von 0,0 Promille bis 0,8 Promille. Diese 0,8 Promille-Grenze haben A. Ungarn, Großbritannien, Malta, B. Polen, Serbien und Schweden oder C. Großbritannien, Serbien und Malta. Also Schweden. A. ist Ungarn, Großbritannien, Malta, B. Polen, Serbien, Schweden oder C. Großbritannien, Serbien und Malta. Die 0,8 Promille Grenze. Sagen wir A. A. Das wäre Ungarn, Großbritannien und Malta. Das ist ein bisschen falsch. Ja. Jetzt ist das war echt eine wirklich schwierige Frage. Also es wäre C gewesen. Großbritannien, Serbien und Malta, die haben diese 0,8 Promille Grenze. Na gut. Hätte schon Briten nie zugetraut. Nee, aber die sitzen doch gerne mal im Pub und keine trinken Sportler. Bei uns ist 0-0. Das war jetzt eine echte Lüge, oder? Ja, richtig. Oh, und das in die Kamera. Ich bin begeistert, wie das geht. So, und wir gehen zur nächsten Frage. Die wird wesentlich einfacher, nehme ich mal an. Wie groß ist die Fläche des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge? Meine Güte, wir hatten die Fragen gezogen. Oh, je, je. A. 2900 Quadratkilometer. B. 2199 Quadratkilometer oder jetzt das kleinste C. 1654 Quadratkilometer. Das Gebiet des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. 2900 A, 2199 oder 1654? Immer in der Mitte B. B. 2199, das ist wieder mal fast richtig. Also,
Ihr tastet euch langsam ran. Ja, ja. Es wären 10.654 Quadratkilometer. Also noch kleiner, okay. Verrückt. Wer hat denn diese Fragen ausgesucht? So. Noch ist nichts verloren. Ihr könnt immer noch 80 Punkte und dann seid ihr ganz oben mit dabei. 300 Euro, überhaupt kein Problem. Und verdrehen, es geht los. Das Elementensymbol AU steht für A Silber, B Gold, C Platin. B. B. B Gold. B. Wer hat's gesagt? Wer wusste es? Alle. Ja, also alle. Gold, Goldkehlchen. Ja, also Gold ist ein chemisches Element mit dem Elementensymbol AU und der Ordnungszahl 79, das mal zur. Ach, ich bin ja. Gott, bin ich wahnsinnig. Ich schreibe überall 10 Punkte hin. So, also dritte Frage, 10 Punkte. Damit geht's jetzt steil hinein. Wir drehen die Uhr und Frage Nummer 4 kommt. Wie heißt das Heimatstadion des Heinsberger SV? Ist das A, das Johannes-Mai-Stadion, B, das Sebastian-April-Stadion oder C, das Frieda-Merz-Stadion? A. A, das Johannes-Mai-Stadion am 22. Mai 1955 eröffnet und dafür gibt es 10 Punkte. Versteht ihr euch zwischen den Vereinen oder gibt es einen starken Konkurrenzkampf? Na, eine sportliche Rivalität auf jeden Fall. Sollte sein, ne? Das sonst macht das ja alles keinen Spaß. Aber eine sportlich faire. Richtig. Jede andere Antwort hätte mich jetzt gewundert. Wir drehen wieder die Uhr und bitte, Frage kommt. Von 1994 bis 2005 wurde die weltberühmte in der Dresdner Bombennacht 45 zerstörte Frauenkirche wieder aufgebaut. Aber wann wurde sie erbaut? War das von 1740 bis 1757, B von 1726 bis 1743 oder C von 1654 bis 1657? Nochmal, ihr habt noch A. Jetzt A 1740 bis 1757, auch wieder ganz knapp daneben. Es wäre B 1726 bis 1743 nach einem Entwurf von George Bär. Das hätte ich gewusst. Den Entwurf hätte ich gewusst, das war aber nicht gefragt. Und Frage Nummer, wo sind wir jetzt? Frage Nummer 6. Jetzt wird's. Was wird im internationalen Einheitensystem mit Ohm bezeichnet? Das sollte doch. A die Stromstärke, B der elektrische Widerstand oder C die Stärke des Magnetfeldes. B. B, der elektrische Widerstand und damit kämpft ihr euch schon auf 30 Punkte. Es waren 10 Sekunden, da gibt es 20 Punkte. Mit allen Mitteln wird gespielt. Wir kommen jetzt zur Frage Nummer 7. Ich mache schon mal kurz auf und drehen. Ihr seid so gerade schön im Lauf. Wie lange dauert eine Amtszeit des deutschen Bundespräsidenten? 7, 5 oder 3 Jahre? A7, B5, C3. Wir sind ja gerade. Nochmal? 7. Jahre, die Amtszeit des deutschen Bundespräsidenten, 5 oder 3 Jahre? Also ich schwanke zwischen 5 und 7. 7, 5 oder 3? 5? Richtig. Und wiedergewählt kann ja nur einmal werden. Also auch schon sehr positiv, dann haben wir nicht ständig an der Backe. Dafür gibt es auch 10 Punkte. So, und dann kommen wir jetzt zur Frage Nummer 8. Und bitte. Der wissenschaftliche Name Mustela putorius furo bedeutet A. Wildschwein, B. Frettchen, C. Iltis. Mustela putorius furo. Jemand Latein gehabt in der Schule? Nee. Ist es ein Wildschwein, ist es ein Frettchen oder ein Iltis? Man kann es auch nie ableiten, Mustela. B. Okay, B. Ja, ihr könnt Latein. Frettchen, richtig. Da war ja irgendwie drin noch. Echt? Ja, Frutore. Hab ich so mir gedacht. Ach so, ja. Soweit diese Ableitung ist natürlich noch was ganz Besonderes. Ja. Okay, achte Frage, 10 Punkte. Wir kommen zu Frage Nummer 9 und die lautet. Der ehemalige Weißeritzkreis hatte in seiner Bestehensgeschichte nur einen Landrat. Wer war das? War das... Vergessen, ne? Ja. War das A, Michael Geisler, B, Ernst Steinbach oder C, Bernd Kreis? C. C. Na, das denke ich mal, da brauchen wir überhaupt keine Sanduhr dazu. 14 Jahre bestand der Weißeritzkreis und er war nur mit Bernd Greif an der Spitze. So, auch hier gibt es 10 Punkte. Und jetzt sind wir schon bei der 10. Frage gelandet. Da lassen wir erstmal den Sand ganz in Ruhe durchgehen. So, wo sind wir überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 70 Punkte könnte es jetzt werden. Und los geht's. Drehen. Im Juli wurde in England das royale Baby geboren. Stolze Eltern, Prinz William mit seiner Kate. Wie heißt denn das blaublütige Kind? Ist das George Frederick Louis, George Alexander Louis oder George Charles Louis? A. George Frederick Louis,
B. George Alexander Louis oder C. George Charles Louis? C, C. C, weil der Charles da drin ist. Genau. Vielleicht vom Onkel oder irgend sowas. Ja. Das ist aber falsch. Och, es ist George Alexander Louis. So, meine Herren, das sehen wir mal zusammen. Eine Frage für die Frauenmannschaft, die haben wir noch nicht. 60 Punkte. 60 Punkte. Damit ist eigentlich für euch etwas ganz besonders Gutes zu verzeichnen. Ihr könnt ordentlich trainieren, ihr braucht nicht zum Finale antreten. Das ist gut. Ja. Denn wir wollen euch ja den Abstiegskampf jetzt nicht noch irgendwie mit dem Vereinsquiz noch fertig erschweren. Im Nachwuchs gibt es die ein oder anderen, die im Aufstieg kämpfen. Aus der Sicht hätten wir die dann mitgebracht, aber wir müssen ja alle drei wieder erscheinen. Ihr hattet also, das wollte ich jetzt mal sagen, wirklich schwere Fragen. Ja. Aber trotzdem, liebe Zuschauer, so ist halt dieses Spiel. Und jetzt kommen wir zur Zuschauerfrage. Und zwar, der Begriff Dresdner Stollen ist seit 1996 geschützt. Auch die Zutaten stehen fest. Welche Zutat gehört nicht in den Dresdner Stollen? Ist das A, Majoran, B, Rosinen oder C, Hefe? Wenn Sie es wissen, rufen Sie an die 0350 41 62 10, schicken Sie uns eine E-Mail an info@frm-tv.de oder Sie spielen ganz komfortabel auf unserer Facebook-Seite mit. Dort steht die Frage auch nochmal, beziehungsweise sie wird dort nochmal gestellt. So, also ich sage viel Glück beim Raten und gewinnen können Sie wie immer das. Nehmen Sie sich Zeit zum Träumen, zum Genießen und für schöne Dinge. All das bietet Ihnen die Strakos Erlebniswelt in Kollnitz. Täglich geöffnet und das 365 Tage im Jahr. Spielen Sie mit und gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von 25 Euro für die Strakos Erlebniswelt. Wir wünschen Ihnen viel Glück beim Mitspielen und freuen uns auf Ihren Besuch. So, und kommen wir noch zur Auflösung von letzter Woche. Da war die Antwort C richtig. Am 14. Juli 1881 wurde in Berlin das erste deutsche Telefonbuch mit dem Titel Verzeichnis der bei der Fernsprecheinrichtung Beteiligten herausgegeben. Und es hatte ganze 185 Einträge. Herzlichen Glückwunsch dem jetzt eingeblendeten Gewinner. Und jetzt, liebe Zuschauer, freuen wir uns auf das nächste Vereinsquiz, auf das vorletzte bei dem Elferrad Rabenau, dann geht es nach Dips nochmal zum Faschingsverein und wir sagen hier aus Freital, aus dem Stadion am Burgwartsberg, tschüss und noch einmal, ihr habt euch prima geschlagen, es hat nicht ganz gereicht, aber vielleicht das nächste Mal. Ja. Okay, also tschüss hier aus Freital. Das Vereinsquiz wurde Ihnen präsentiert von der Stadt- und Bärenapotheke Freital, Ihren Apotheken vor Ort. Immer für Sie da. Vom Autohaus Liliensick de Polderswalder. Um auf Schnee und Klette gut vorbereitet zu sein, vereinbaren Sie zeitnah einen Termin zum Räderwechsel bei uns im Haus von Sommer- auf Winterreifen. Und vom Heinz Freizeitzentrum. Alle Freunde der heißen Luft finden in unserer Saunalandschaft ein vielfältiges Angebot. Nutzen Sie einen Besuch, um die Seele baumeln zu lassen, um Kraft und Wohlbefinden zu tanken.